Deutsche Politiker fürchten katastrophale Folgen eines Angriffs auf Taiwan. US-Politikerin Nancy Pelosi ist auf Asienreise. Doch ob sie auch Taiwan besucht, ist offen. China drohte bereits mit energischen Maßnahmen. Politiker in Deutschland warnen vor einer Eskalation. Angesichts neuer Spannungen zwischen China und Taiwan haben deutsche Außenpolitiker vor einer Eskalation in dem Konflikt gewarnt. Der Druck wachse derzeit, weil beim Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Herbst ein Strategiewechsel bevorstehen könnte, sagt der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff der Rheinischen Post vom Montag. Sollte Chinas Präsident Xi Jinping einen Angriff auf Taiwan ins Auge fassen, müssten die USA entscheiden, ob sie eingreifen oder nicht, sagte Lambsdorff. Käme es zu einem Angriff, hätte das katastrophale Folgen, auch für unsere Wirtschaft. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte der Zeitung, er fürchte, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan deutlich früher kommen könnte als bisher angenommen. China schaute bereits sehr genau hin, wie der Westen mit Russland verfahre. Die chinesische Staatsführung könnte einen strategischen Vorteil in einem früheren Angriff sehen, weil der Westen derzeit viele Kapazitäten im Russland-Konflikt bindet. Seit rund 70 Jahren stehen China und Taiwan im Konflikt. In diesem mischen auch die USA mit. Doch worum geht es im Taiwan-Konflikt? Und droht eine Eskalation? Seit Jahrzehnten stehen China und Taiwan im Konflikt. Die chinesische Regierung sieht den Inselstaat als Teil des chinesischen Territoriums und versteht sich als rechtmäßige Regierung. Auf der Insel hat sich aber eine eigenständige Demokratie entwickelt, die unter anderem von den USA unterstützt wird. In den letzten Jahren befürchten viele eine Eskalation dieser brisanten Konstellation. Doch wie wahrscheinlich ist eine solche? Und wie sieht der geschichtliche Hintergrund rund um den Taiwan-Konflikt aus? Die Insel Taiwan im Osten Asiens ist rund 130 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt und ist beinahe so groß wie die Schweiz. Um den Konflikt zu verstehen, muss man einen Blick in die Geschichtsbücher werfen. Im 17. Jahrhundert war Taiwan in Teilen spanische und niederländische Kolonie. Wenig später dann, für eine kurze Zeit, das selbsternannte Kaiserreich eines abtrünnigen chinesischen Generals. Nach dem Ende des Ersten Japanisch-Chinesischen Krieges 1895 geht die Insel, damals noch Formosa genannt, an die Siegermacht Japan. Die Bevölkerung, wenig begeistert davon, protestieren und gründen die eigene Demokratische Republik Taiwan. Nach Japans Kapitulation im Zweiten Weltkrieg fällt die Insel 1945 an die Republik China. Am 1. Oktober 1949 endet der chinesische Bürgerkrieg. Mao Zedong, der kommunistische Revolutionär, ruft in Peking die Volksrepublik China aus. Die Kommunisten haben das Militär der Republik China besiegt. Maos Kontrahenten, Vertreter und Anhänger der Republik fliehen auf die vorgelagerte Insel. Taiwan verwaltet sich von diesem Zeitpunkt an selbst, und das unter dem Namen Republik China. Seitdem gibt es zwei chinesische Staaten, die Kommunistische Volksrepublik China und die Republik China, wie Taiwan offiziell noch immer heißt, auch wenn es international nach dem Namen der Insel bekannt ist. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte Peking vor einer Eskalation. Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Und das gilt natürlich auch für China, sagte Baerbock am Montag in New York. Mit Blick auf den brutalen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei es wichtig, klarzumachen, dass die Weltgemeinschaft solches Verhalten nicht akzeptiere. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das freiheitliche Taiwan als Teil der Volksrepublik und will es international isolieren. Hingegen sieht sich die 23 Millionen Menschen zählende Inselrepublik seit langem als unabhängig an. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wachsen die Sorgen vor einer Eroberung durch China. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was bislang vor allem Waffenlieferungen bedeutete. Spekulationen über eine mögliche Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi verschärften die Spannungen zuletzt. Offensichtlich als Warnung an Washington hielt Chinas Militär am Samstag in der Nähe Taiwans Manöver mit scharfer Munition ab. Am Montag sagte Außenamtssprecher Zhao Lian in Peking, eine Visite wäre eine krasse Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten. Er warnte die USA erneut vor einer sehr ernsten Lage und Konsequenzen. Die chinesische Seite ist umfassend auf alle Eventualitäten vorbereitet, sagte Lian weiter. Die Volksbefreiungsarmee wird nicht tatenlos zusehen und die chinesische Seite wird sicher energische und entschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen. Also dann, was ist deine Meinung zu diesem Thema?
Schreib es uns unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.